hat doch Sven Geburtstag. Oh, ich bin noch so müde, aber ich muss direkt aufstehen. Ich will doch noch Kekse für Sven backen. Ich muss ja noch die Geschenke für Sven einpacken. Und ich habe ein richtig schönes Rezept, was ich gleich ausprobieren will. Ich hoffe, das funktioniert alles. Es ist ein Rezept, was ich zum allerersten Mal ausprobiere. Okay, ich werde einfach direkt damit starten zu backen. Alles andere kann ich später machen. Zum Glück habe ich schon alle Zutaten. Die habe ich ja gestern alle schon besorgt. Oh, wenn ich jetzt noch einkaufen müsste, das hätte ich alles zeitlich überhaupt nicht geschafft. Jetzt schnell das Rezept ausprobieren, backen, mich fertig machen, Geschenke verpacken. Oh, und dann ist es auch schon soweit. Ich brauche Mehl, ich brauche Milch. Jetzt habe ich alles da. Dann kann es ja losgehen. Also, das Backblech habe ich da schon mal. Jetzt muss ich gleich den Teig zusammenrühren. Und dann daraus kleine Portionen machen und zu Keksen formen. Oh Mann, ist das ein Chaos hier. Aber zum Glück habe ich den Teig jetzt fertig und der sieht richtig gut aus. Und ich habe mir überlegt, ich werde die Kekse nicht ausstechen, sondern ich mache einen riesengroßen Keks. Einen Riesenkeks für Sven. So, jetzt erstmal ab in den Ofen damit. Oh Mann, das wird so lecker. So, auf 180 Grad und dann ab rein in den Backofen. Jetzt muss ich 20 Minuten warten. Und in der Zeit kann ich ja jetzt Svens Geschenke einpacken. Oh, das läuft alles richtig gut nach Plan. Und das räume ich dann gleich auf. Ich werde sowieso gleich nochmal weiter backen. Oh, die Paw Patrol-Folge ist richtig cool. Guten Morgen, Julian. Na, was schaust du dir an? Guten Morgen, Papa. Ich schaue mir Paw Patrol an. Das ist voll cool. Kennst du das? Na klar, das guckt auch Emma auch ganz gerne. Hast du gleich Lust, was zusammen zu gucken? Ja klar, auf jeden Fall, aber erst nach der Folge. Okay, sehr gut. Dann gehe ich mal in die Küche und schau mal, was ich uns zum Snack noch anholen kann. Oh, was ist das denn hier für ein Chaos? Ach, hat Claudia wohl gebacken? Das ist aber lieb von ihr. Das riecht auch schon so gut. Oh, das sieht aus, als ob... Das ist ja ein Riesenkeks. Der ist bestimmt für uns alle. Den teilen wir uns bestimmt. Also, den würde ich gerne mal probieren. Da wird sich Julian aber bestimmt freuen, wenn ich jetzt mit so einem Riesenkeks ankomme. Boah, der riecht auch so gut. Und Frühstück? Ja, Frühstück kann ich heute mal ausfallen lassen, wenn es so einen Riesenkeks gibt. Und wer ist mit Schokolade? Das sieht doch sehr gut aus. Okay, dann packe ich ihn hier noch rein. Und Julian wird sich bestimmt freuen. Julian! Hey, schau mal, was ich gefunden habe. Guck mal, was deine Mama für uns gebacken hat. Boah, das riecht ja voll lecker. Ist das etwa ein Riesenkeks? Ja, genau. Den können wir jetzt bestimmt essen. Der ist bestimmt für uns alle. Boah, der sieht echt lecker aus. Auf jeden Fall probiere ich den jetzt auch. So, ein paar Sachen habe ich schon eingepackt. Aber mir fehlt noch Geschenkpapier. Da muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen was holen. Aber bevor ich hier weitermache, muss ich jetzt erstmal nach meinem Keks schauen. Das riecht ja schon bis hierhin so gut. Oh, ich glaube, er wird richtig gut ankommen bei Sven. Hoffentlich ist er lecker geworden. Also, eigentlich kann das nur gut ankommen bei Sven. Ich habe ja Banane und Schoko reingemacht. Das isst Sven beides richtig gerne. Oh Mann, was ist denn? Wo ist denn der? Wo ist denn der Keks? Oh nein, der Keks ist weg. Wurde er geklaut? Oder ist er verbrannt? Oder, nein, wo ist er hin? Leute, hat jemand den Keks geklaut? Hallo? Hallo, wo ist mein Keks? Der ist für Sven. Seid ihr verrückt? Seid ihr gerade am Essen? Eine leere Schale mit Kekstrümmeln? Das ist doch wohl jetzt nicht euer Ernst. Habt ihr meinen Keks aufgegessen? Julian, ist das da Keks an deinen Fingern? Und ich sehe doch da auch Kekskrümmel in deinem Gesicht. Und Papa? Das hätte ich niemals von dir erwartet. Du etwa auch? Oh nein, das könnt ihr mir doch nicht antun. Hanna, ja, wir haben den Keks gegessen. Der ist mega lecker. Den hat deine Mama für uns gemacht. Ja, Mama kann richtig gut backen. Also hat echt lecker geschmeckt. Du sollst auch mal einen probieren. Ja, und Hanna, sei mal nicht so egoistisch. Ich meine, der ist für uns alle. Bitte, was? Ist das euer Ernst? Also, ich bin sprachlos. Den habe ich gebacken für Sven, weil Sven heute Geburtstag hat. Oh, Papa, hast du das gehört? Es ist gar nicht von Mama gewesen. Oh, Hanna, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du es gebacken hast. Ich wusste auch nicht, dass Sven heute Geburtstag hat. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Keks nicht gegessen. Oh Mann, ich will jetzt keine Ausreden mehr hören. Ich bin schon so im Zeitstress. Ich muss jetzt noch einen backen. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, zum Glück habe ich noch Zutaten. Ich meine, ich hatte sowieso vor, vielleicht noch ein bisschen mehr zu backen. Aber jetzt muss es perfekt werden, weil ich habe sonst gar nichts. Gibt's eben für die Gäste nichts, aber Hauptsache, ich habe einen Keks für Sven. Okay, nochmal aufs Neue. Ich meine, das Rezept kenne ich jetzt schon auswendig. Puh, also ich hab's jetzt geschafft. Der Teig ist fertig. Ich habe ihn ausgerollt. Er sieht aus wie ein Riesenkeks. Und das kommt jetzt schnell in den Backofen. 180 Grad, 20 Minuten und los. Und in den 20 Minuten muss ich schnell zu Ende einpacken und mich fertig machen. Und dann muss ich direkt los. Aber ich glaube, 20 Minuten? Ich meine, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Der muss schneller fertig werden. Ich drehe einfach ein bisschen die Temperatur hoch. So, gut. Der Keks ist im Ofen. Jetzt schnell das Geschenk weiterpacken. Das Geschenkpapier habe ich jetzt schon. Ach ja, ich bin ja so direkt aufgestanden. Ich muss mich ja auch noch frisch machen. Mann, ist das ein Stress. Oh Mann, also was soll ich denn jetzt machen?
Warte, Finger weg vom Keks. Der ist für Sven. Julian, hast du gehört? Diesmal isst du den Keks nicht alleine auf. Was, Papa? Du hast ihn geholt. Das war deine Schuld. Mir ist egal, wer schuld ist. Ihr seid beide schuld. Und jetzt Finger weg vom Keks. Ja, Hanna, alles klar. Julian. Hanna hat heute ganz schön komische Laune. Am besten fassen wir den Keks nicht mehr an, oder? Ja, finde ich auch. So, jetzt schnell das Geschenk einpacken und dann mache ich mich frisch. So, yes, das Geschenk ist eingepackt, alles ist in der Geschenktüte und jetzt schnell ab ins Badezimmer. So, ich springe schnell nochmal unter die Dusche, mache mir die Haare, putze mir die Zähne und dann kann ich gleich direkt los. Julian, riechst du das? Das riecht ein bisschen nach... Ja, Papa, das ist der Keks. Das ist Hannas Keks, den dürfen wir nicht anfassen. Aber ich finde auch, es riecht ein bisschen so, als ob der Keks verbrannt ist oder sowas. Ja, schon, finde ich auch. Also, ich weiß, dass der Keks ist, aber Hanna wird sich doch bestimmt drum kümmern. Ja, aber wenn du willst, weißt du was? Ich finde, es riecht wirklich schon ein bisschen verbrannt. Ich schau mal kurz in der Küche. Weißt du was? Ich komme sicherheitshalber mal nach. Oh mein Gott, Papa, schau dir das an! Feuer! Feuer! Es brennt! Was? Es brennt? Nein! Oder schnell zu Feuerlöscher! Okay, zum Glück habe ich jetzt immer einen da. Papa, du bist Feuerwehrmann! Jetzt lösche endlich den Brand! Nicht das Haus wieder abbrennt! Ja, Julian, ich bin schon dabei! Diesmal brennt mir mein Haus hier nicht nochmal ab! Ah! Feuer, geh aus! Feuer, geh aus! Puh, ich hab's gelöscht! Julian, ich hab das Feuer gelöscht! Leute, was ist denn hier los? Was macht ihr in meiner Küche? Hanna, du hast deinen Keks vergessen! Der ist hier verbrannt! Hier ist ein Feuer ausgebrochen! Oh mein Gott, was? Ein Feuer? Ja, Hanna, du kannst doch nicht den Ofen unbeaufsichtigt lassen. Wenn du am Backen bist, dann immer im gleichen Raum bleiben und alles kontrollieren. Ich musste gerade das Feuer löschen. Oh nein, das wollte ich nicht, Papa. Ich wollte doch nur den Keks schnell für Sven backen. Und da habe ich die Temperatur ein bisschen höher gemacht. Ich wusste nicht, dass es anfängt zu brennen. Ja, Hanna, dieses Mal ist es noch gut gelaufen, aber du musst da wirklich besser aufpassen. Versprochen, das mache ich nie wieder. Aber leider habe ich jetzt keinen Keks für Sven. Naja, ich muss dann jetzt auch los. Ich räume später auf. Hanna, Moment, stopp. Du willst diese Küche jetzt in diesem Chaos hinterlassen? Naja, vielleicht könnt ihr das ja für mich übernehmen. Als Wiedergutmachung dafür, dass ihr meinen Keks weggegessen habt. Tschüss. Hey, stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!